So, dann einmal herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Das war erstmal so ein bisschen so ja, wenn man es so sagen, also im Wechsel mit der irgendwo in Thüringen. Wir sind auf der Ohlau. Ihr seht, ist alles relativ klein. Fangen direkt im Frühling an, also die Felder sind alle noch nicht erntereif. Und wir machen erstmal ein bisschen Gras, pflegen die Wiesen wieder ein bisschen, da werden wir gleich Heu machen noch oben. Bereiten dann so schon die Kühe soweit vor. Die Kühe kriegen hin, dann holen wir uns ein bisschen Futter oder kaufen uns das. Und das ja schon mal ein bisschen die Kühe schon mal starten und ja, und wir machen jetzt erstmal auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen Wiese. Ich würde sagen, lass uns loslegen. So, diesen Mod, den habe ich auch ein bisschen wieder nochmal verändert. Der hat jetzt eine Geschwindigkeit nicht von 32, wie an den steht, sondern eine Geschwindigkeit von über 50. Er hat das Getriebe reinbekommen vom 7810, wenn ihr den noch kennt, aus dem Originalspiel. Und der hat halt die Geschwindigkeit bekommen von 52 und der wird jetzt auch das gleiche Getriebe mit dem gleichen Getriebe fahren. Der 6000er hier. Und ich habe mir so überlegt, ich fahre jetzt im Prinzip zwar wieder auf die Schiene etwas älter, aber wiederum mit um die Jahrtausendwende. Also, ja. Das ist ja alles so ein 6064, 64, ne, 5, also der 105 PS. Und ich würde sagen, den werde ich auch weiter so benutzen. In dem Sinne, dass ich dann auch im Prinzip auch den 7810 bei mir hole. In dem Sinne für, aber dann der 7810 wird wahrscheinlich dann der Sache wahrscheinlich der größte werden. Außer halt mein 4955, den ich mir noch dann holen werde. Und schauen wir mal, was soll man damit machen. Und ihr könnt ja gerne hier nochmal so Feedback hierzu zu auch hier lassen, wie ihr diese Karte, ob ihr auch schon mal gespielt habt oder wie auch immer. Und gebt mir mal ruhig ein paar Feedbacks dazu und ja, da können wir ja mal darüber über die Sachen reden. Ja, wie gesagt, das kommt jetzt ein bisschen im Wechsel. Eine Woche die. Und wir wollen jetzt gemütlich angehen. Also wie gesagt, ich fange hier direkt im Frühling an und das wird halt ein bisschen längeres Prozedere dauern. Von daher mit Season, wie ihr seht, wir sind im März und versuchen wir mal ein bisschen anders zu arbeiten, wie wir es sonst mal gemacht haben. Das eine Projekt ist ja ohne und das andere ist mit Season. Und wo hat mir habe ich auch die Season angemacht. Aber hier starten wir direkt im Frühling und ja, also von daher würde ich mal so sagen, das können wir besser vielleicht so machen. Ja. Ich finde, der hat auch eine relativ gute Übersicht. Ja, die haben uns alle beschissen hier. Naja, die Armatur, ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Aber was soll's, ist halt ein Trecker. Trecker ist Trecker. Und ich finde, hat seine Berechtigung hier. Finde ich.
Ich finde auch, der fährt sich auch relativ gut. Also vor allem auch in der Innensicht ist das ist extrem schön. Finde ich mal, könnte ich mal so behaupten. Also man könnte jetzt auch sagen, dass ich fahre mehr jetzt eine gucken, dass wir meine Innensicht anfahren. Das, was geht. Und von daher können wir das schon irgendwie machen. Da sehen wir schön, ob es funktioniert oder nicht. Folgenlänge wird ungefähr auch wieder so sein wie bei den anderen, so bei 20, 15 Minuten ungefähr. Und ja. Da wollen wir mal gucken, was so kommt noch. Wie gesagt, ich habe zwei, momentan erstmal zwei Trecker. Einmal jenen und einmal noch den 710 mit den Fritzmeier-Verdeck, den ihr auch auf einer anderen Karte kennt. Und ein Biwak und ein Schwader, ne, ein Schwader habe ich gemietet gehabt, gefunden, ja, nur ein Bänder. Und dann machen wir erstmal das soweit fertig hier, dass wir erstmal das Heu zusammenkriegen, dass wir uns auch erstmal die Tiere schon mal was geben können. Mischstationen werden wir auch wahrscheinlich auch so einen Mischer hinstellen. Oder zur Not auch erstmal ein Mischfutter kaufen. Das wäre mir eigentlich auch egal, ich könnte auch das Mischfutter auch kaufen. Und dann machen halt nur das Heu und bereiten da schon mal alles vor wegen Stroh und Silo, weil Silo haben wir ja noch nicht. Vielleicht mal auch hier erstmal von Silo. Könnten wir ja machen, weil das gerade ist hier. Können wir eigentlich auch machen. Machen wir hier von Silo. Würde ich so behaupten. Machen wir Rundbein wahrscheinlich. Oder wir nehmen die Quader. Ich würde sagen, ich mache die Quader. Gibt es ja auch so ein schönes Gerät für. Wie gesagt, das werden wir uns auch erstmal noch mieten. Erstmal. Bei Rundbein wollte ich ihn nicht unbedingt machen. Weil die macht ja jeder. Ich mache einen Quader. Ist auch eine schöne Sache. So viel zum Vorwort erstmal. Ich werde auch diesmal ein bisschen Screenshots als Thumbnail benutzen. Vor allem das Hauptfoto, was vorne kommt, wenn man ins Spiel geht. Und dann jetzt ewig immer als Foto kommt als Thumbnail und dann wenn wir da ein bisschen mit Fotos arbeiten als Bild. Hey, wach auf! Dann sehen wir weiter. Ja. Wartet mal ganz kurz. So.
Ich dachte, machen wir jetzt erstmal hier erstmal nur eine. Dann mache ich mir vielleicht heute nachher noch eine. Das ist aber jetzt nicht für euch. Ich habe das gerade, weil eben das Typen, das war der Poppy. Der will mit mir auch gleich noch ein bisschen Aufnahmen machen. Aber wie gesagt, ich mache erstmal nur die eine, erstmal ja wirklich fertig. Dass wir die erste, das hier eine, das ich mal habe hier. Ich dachte, die kommen, wie gesagt, kommen jetzt immer so zu den wir sehen mal weiter. Gut. Aber wie gesagt, ihr könnt euch mal gerne was die Kommis da lassen, dass wir mal, dass ich mal mitbekomme und wie wo ihr die schon mal gespielt habt oder ob euch überhaupt kennt. Weil so ist er eigentlich nicht verkehrt. Es ist wieder eine Karte, wo nur Standard-Equipment drauf ist. Und halt Vieh und Schweine. Und wir wollen aber wahrscheinlich erstmal ein bisschen in die Kühe wieder gehen, erstmal nur. Vielleicht machen wir hier auch die Schweine, aber die Schweine sind relativ weit weg vom anderen Hof. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, der Hof ist auch relativ klein. Das Equipment, das ich da hatte, das habe ich alles weggegeben. Deswegen habe ich auch die über 300.000. Benutzer hat deinen Channel betreten. Und, naja. Und dann machen wir jetzt alles so nach und nach. Eigentlich wollte ich ein Projekt anfangen mit komplett von null, aber da habe ich mir doch gedacht, nee, das wird doch ein bisschen zu heftig. Und da ist es doch schon so ein bisschen besser. Es ist halt nur schade, dass der Spiegel so ein bisschen nicht so richtig ist. Der müsste noch ein bisschen rumgedreht werden. Das wäre schöner. Hätte man nämlich schön nach hinten gucken. Und dass man diese Kante sieht. Von der anderen Seite sieht man nicht wirklich, auch nicht wirklich nicht so viel, aber naja. Was soll's? Wäre das. Oh, das ist aber Bogen, meine Fresse. Rein theoretisch hätte man ja so fahren. Oh doch, das geht so gerade noch so aus. Gerade so mit dem Sichtfeld. Ja, ich finde den eigentlich schon relativ schön. Gibt es in zwei verschiedenen Varianten, einmal mit europäisches Haus und einmal mit Haus sag ich schon Kabine und einmal mit brasilianisch. Weil der hat nur ein Verdeck dann. Also viel Freiraum, keine Scheiben drin, keine Türen drin und alles, ne? Halt nur das Dach. Und mehr ist da nicht dran. Und man sieht ja auch die Dings haben sie auch irgendwie vergessen. Ich weiß auch nicht. Aber das hat ja keinen Grund irgendwie damit. Naja, da fehlt auch viele Sachen. Wie man sieht, da fehlt auch die Natur das. Der Seite. Da fehlt ein Hebel. Naja. Gibt Schlimmeres. Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen verkehrt gefahren, weil wegen hin und her gucken. Was soll's?
Kriegen wir hin. Hauptsache, es fällt so runter. Ich habe extra jetzt mal auch einen großen Sniper genommen. Ich wollte zwar schon Fronten noch mit dran machen, aber der hat leider das Problem, dass er keine Panzerwelle plus Fronthydraulik dran machen kann. Deswegen will ich auch den großen 7810 holen. Dann können wir nämlich mit dem gespannt und das gleiche nochmal eben nochmal bloß hier vorne. Und dann machen wir halt so ein doppelt. Und dann wird der halt nur fürs Laden oder für Verladen genommen und fürs Wickeln und so. Ja. Und der andere halt fürs Blenden, Schaden. Weil dafür ist der Kleine auf jeden Fall ausreichend, der 710. Habe ich alles schon getestet, also passt schon. Naja. Ansonsten ist, wie gesagt, der Pla die Plan. Auch auf Miet Kauf zu gehen. Mietgeschichten. Pachten. Wäre noch eine Option, dass wir ein bisschen Felder schon mal rankriegen noch. Da die noch ein bisschen so viel wie möglich jetzt noch, bis es losgeht mit Ernten, dass wir so genug haben. Wollte gucken, dass ich vielleicht so wenig wie möglich spule. Aber das sehen wir ja noch. Wie wir da zurechtkommen. Mit. Aber ich finde, das lässt sich relativ gut fahren hier. Lecker. Eine Spitze reingemacht, wenn man mal so behaupten. Es ist halt nur gerade ein bisschen doof, dass man hier hinten die Scheibe nicht aufmachen kann. Dann wird man die Maschine wesentlich besser hören, was hinten passiert. Einmal noch lang fahren müssen wir da definitiv noch mal. Oh. Wie gesagt, wir machen die Stücke hier noch jetzt fertig und dann würde ich sagen, dann machen wir für das erste schon mal Feierabend. Und würden wir behaupten, dann werde ich dann in Anschluss erstmal mit dem Poppy was machen. Und dann sehen wir weiter. Gut. Einmal anheben, dass es ausdrehen kann. Und würde ich sagen, wir haben schon sogar die 20 Minuten rum. Für die erste Folge ist alles okay. Und würde ich sagen, lasst ein Däumchen im Kombi da. Vor allem so einen, den, dass man auch das Feedback mal hinterher rauskriegt. Weil ich finde, ein bisschen drüber reden über die Maps können wir auch, und ich finde es tut keinen weh, mal einfach mal so ein Kombi oder ein Däumchen da zu lassen. Also dann würde ich sagen, bis dann und auf dann wieder an auf ein neues, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.